Doktor sagt, das Zeug würde nicht schaden. Aber du kannst nicht glauben. Hast du gesehen, was dieses Titan mit den Menschen macht? Da brauche ich noch nicht mal den Detektivmodus. Er ist hier! Ich zerleg dich! Ich ramme dir das durch einen verdammten Schädel! Alles okay, Kumpel? Ey. Du wirst auf dem Boden liegen. Hallo? Kannst du mich hören? Unglaublich. Das bist du da drin, Fertz. Überwachungslos. Genieß es, solange du kannst. Diese Höhlen werden dein Grab. Patient im Gespräch, Malin Jones. Nur langsame Besserung. Was ist in diesem Haus geschehen? Nur Geschäftliches. Geschäftliches? Was für Geschäftspraktiken führen zu einem Haus voller verstümmelter Leichen? Ich lasse nicht gern meine Zeit verplempern. Jemand zahlt nicht, also verdient er eine Lektion. Sie schulden mir etwas. Also haben Sie sie getötet. Ihren Körper zerfleischt. Die Polizei hat nie alle Überreste gefunden. Sie hätten in den Abwasserkanälen nachsehen müssen. Heißt das, Sie haben sie da versteckt? Nach einer Weile. Gewöhnlich dauert es 8 Stunden. Zeit zu gehen, Frog. Steh auf! Habe ich schon mal einen 24-Stunden-Stream gemacht, wo ich kein Racing-Spiel gespielt habe? Nee. Wäre das eine Idee für Batman Arkham City? Ich mache nichts anderes. Die Fledermaus! Solltest du mal machen. 24 Stunden ein einzelnes Spiel spielen oder was meinst du, Dom? Er ist mit euch da unten und lässt euch wie Idioten aussehen. Dom sagt jetzt wahrscheinlich gleich, ja, egal, Hauptsache kein Rennspiel. Ja, Arkham Asylum ist das älteste der drei Games. Komm, Bats, zeig dich! Ist das eine Bathöhle? Kommt drauf an, wie du im Game bist, geh noch mehr. Habt ihr verstanden? Helf mir, stopp mich an! Ey, geh von mir runter! Ah! Helf gut, ich komm zurück. Wir kommen zurück, wenn die Fledermaus tot ist. Kann ich die Struktur dann nicht einreißen? 5 Bewaffnete. Also worauf ich halt mal wieder Bock hätte, wäre tatsächlich Uncharted. Da muss ich ja den Vierer noch zocken. Schon mehrere, kann auch Rennspiel sein, aber mehrere. Ja, bis jetzt war halt wirklich 24 Stunden Rennen immer das Ding. Dieser Ort macht verrückte Geräusche. Was machst du da? Ich mach dir das nur immer.
Was ist hier los? Oh, oh. Ach so. Feind. 24 Stunden drin, muss ich mal schauen. Gedanken sind da, mal gucken, wie es jetzt klappt mit der Umsetzung. Komm schon, Bad. Du magst Höhlen. Stell dich auf, dann blass ich ihn dir weg. Komm, der ist, ja, ich wollte gerade sagen, der ist hey, weit genug. Kann ich atmen? Er ist nah genug dran, dass ich den nicht zurückkriege. So. Denn noch dran sein, dass ich. Das Kampfsystem fuckt übelst ab. Das fuckt übelst ab. Das ist so schlecht. Also wirklich, das Töten im Schleichen ist wirklich ein Krampf. Also dafür, dass du so viele Lautlospassagen hast, ist echt richtig mies. Also das ist wirklich, wirklich ein Aspekt, wo ich Arkham Asylum richtig schlecht finde. Du magst Höhlen. Echt, ist ultra unangenehm, die ganze Zeit. Hört zu, Batman ist mit euch da unten. Ihr darf nicht in den Kontrollraum. Habt ihr verstanden? Jetzt hat doof gesagt, ne? Auch wenn es da simpler umgesetzt wird. So ein Far Cry finde ich beim Schleichen einfacher und besser. Da hast du mehr Möglichkeiten, sagen wir es so. Und hier habe ich das Gefühl, okay, du musst über dem Gegner direkt sein. Du musst 1 Millimeter an dem Gegner dran sein, damit du ihn lautlos ausschalten kannst. Ja, Glückwunsch. Triggert mich hart. Guten Tag, Spectre Time. Und der braucht doch so lange zum Laufen ausschalten. Ach so. Ach so. Cool. Dass wir drüber gesprochen haben. Es gibt halt auch kaum Feedback, ja, wo bist du jetzt versteckt und wo nicht.
So wie eben gerade. Also, I don't know. Ich will das Vorfeld in einer Flutwelle zerstörerischen Matsches ausgelöscht werden. Ist das zu viel verlangt? Komm. Jetzt zum Beispiel von oben einfach nicht zurück in eine Zelle. Niemals. Sich runterfallen lassen und ihn ausnocken. Als ob Batman das nicht kann. Sorry für den Rant, aber das ist... Das ist gerade wirklich so... Wo ich sagen würde, okay, Seid ihr blind? Seht auf den Boden! Da unten ist was und das gefällt mir nicht! Ihr habt den Boss gehört. Moin Mike, auch Batman hat mal einen miesen Tag, exakt. Weil wenn ich Batman bin, dann geht gar nichts. Wie geht's, mein Lieber? Glückwunsch, du hast jemanden gefunden. Hat nur die Frage, wo der Bus ist. Komm schon, wach auf. Verdammt, er ist ohnmächtig. Wie macht er das denn immer? Was ist hier los? Den finden oder wir sind die Nächsten, verstanden? Batman? Pat Bat Day, ja. Zeig dich! Sehr gut. Komm! Jetzt geht mal auseinander. Schaut auf den Boden. Joker ist mein Wingman gerade. Und hier liegt auch noch einer. Der andere kommt nicht mit, sehr schön. Ja, schau ihn dir an. Mach auf. Er ist ohnmächtig. Let's go. Das kriege ich die Struktur wahrscheinlich nicht kaputt, oder? Nope. Ah. Hello there. Danke für den 32. mit Primer Roni. Ehre.
Oh. Okay, unbewaffnet. Let's go. Dieser Jingle quasi. Das ist ein sehr, sehr eingängiges Ding, finde ich. Könnte auch aus Bioshock sein quasi. Habe ich auch nur eine Stunde oder so gezockt damals, aber... Ist ja thematisch auch gar nicht so weit auseinander, ne? So quasi und dann? Psychos und so. Und prügelte ihn windelweich, der Typ war am Ende. Hat er bezahlt? Nein, er hat alles auf der Rennbahn ausgegeben. Was? Du lässt ihn damit durchkommen? Sehe ich wie ein Trottel aus? Er lässt dich schlecht aussehen. Aber der Typ ist noch nicht da. Autsch. Du wirst auf dem Boden liegen und blut. Oh. Geht ihm gut? Oh. Was heißen die Punkte eigentlich bei dem Dingsbums hier? Bei diesem Kryptograph-Dingsbums? Ist es wie viele ich noch... Zweite Pumpe, die abgestellt wurde. Jetzt nur noch eine. Ist es wie viele Dings ich machen muss, damit ich so ein Level-Up oder so kriege? Nee. Keine Ahnung. Oder damit ich XP bekomme oder so. So meine ich's. Alrighty. Damit funktioniert Pumpe 3 nicht. Ich werde zur Oberfläche zurückkehren und Ivy aufspüren. Melde dich, wenn du was brauchst. Impossible. Oh, kann ich mal ein bisschen random Explosivkill verteilen hier und da? Ich denke mal, dass ich zurücklaufen muss. Ah. Und da schickt mir das Spiel die Bestätigung. Er ist schon cool aufgebaut. Also wie gesagt, sehr viele Sachen sind sehr cool. Bei vielen Sachen kam ich in den Flow gut. Manche Sachen nerven aber auch ein bisschen. Boah. Magst du Rätsel, Batman? 99 schon. Ich weiß, du bist da unten, Bats. Und ruinierst meine Pläne. Ich schicke einen Missfallensbeweis nach unten. Ich hoffe, der verletzt ihn nicht zu stark. Okay. Titan oder? Krok oder? Thank you.
das beenden. Wirf ihn zum Boden und trampel auf seinem Gesicht um. Ich mach dich fertig. Oh, ich kann hier sogar rein noch. Weil dann ist das so eine Engstelle, wo die alle erwischt werden von ihm. Das ist cool. Entgegen. Ich war in Ruhe. Bro. Ah.
So easy. Nie gefährdet. Ich komme eigentlich nur hier weiter, oder? Nico. Höre ich da Schritte? Ivy wird stärker. Ich muss sie aufhalten. Ich glaube, sie ist noch im Garten, wo du sie gelassen hast. Aber sie beherrscht ihn jetzt. Du läufst in die Falle. Das glaubt sie jedenfalls. Ah. Ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock auf die Scharfschützen, ne? Deswegen schalten wir sie jetzt aus. Perfekt. Die Insel gehört jetzt. Wow. Okay. Einmal hier links rum und dann geradeaus durch. Und hier aus links, ne? Spuck's aus! Diese Sporn-Dinger sind einfach nur nervig. Warum machen das Spiele eigentlich so oft, dass sie mit zunehmender Spieldauer einfach irgendwann nur nervige Features hinzufügen? Ah, apropos, da sind schon wieder Scharfschützen. Was kannst du noch tun, Batman? Ich bin überall. Meine Babys kennen jede deiner Bewegungen. Deinesgleichen. Ihr seid arrogant genug zu glauben, dass ihr uns zerstören könnt. Du wirst scheitern und wir werden die stärkste Macht auf dem Planeten. Das
Stimme der Bundeskanzlerin verletzt hast. Oh Gott, hört sie jemals auf, über ihre Pflanzen zu reden? Wenn ich mit Batman fertig bin, bin ich hinter dir her, Joker. Oh, hier sind auch schon wieder Scharfschützen. Oh, Digga, das ist doch... Es ist so unfassbar nie, Alter. Ich habe eine Armee. Eine Dosis Titan, die für eine ganze Stadt ausreicht. Und eine Tüte Unkrautverdichter. Komm aus den Hintern. Du bist die Feinde. Ich mach den Salat. Ich finde die Scharfschützen ultra anstrengend. Aber du denkst irgendwann nicht mehr dran und die haben unfassbar viel Nachwuchs. Es ist unhöflich, ein Mädchen warten zu lassen, Batman. Ruhe! Scharfschützen sind auch unhöflich. So, jetzt. Gibt's in der Arkham-City die auch Scharfschützen? Auch so viele? Hier muss ich... Nee. Falsches Gebäude. Da muss ich hin, okay. Am Anfang war das irgendwie auf alle 50 Meter mal so eine Spore und jetzt hast du auf jedem Meter eine. Okay. So. Also bist du endlich hier. Gefällt dir, was ich hier verändert habe? Meine Babys wachsen, Batman. Komm, sieh mal. Oh. Noch gefunden, schade. Och nö. Ja, Digga. Ich frag das mal anders. Ob auf YouTube oder auf Twitch, gibt's irgendeiner, der diese Sporen cool fand? Das ist so, dachte, boah, da hab ich übelst Bock drauf. Oh, Tonband. Sie ist quasi die Anti-Veganerin. Ach du... Wow, what the... Was? Digga, jetzt feuern die auch noch drei Projektile ab. Jede Pflanze, die du tötest, Batman, macht mich nur wütender. Oh, dann komm mal her. Zeig dich, Schatzi. Zeig dich doch mal. Mach mal was. Oh no. Mehr Nahrung für meine Pflanzen.
Ach, warte mal. Nee, feuer die ruhig ab. Ja, genau! Ey, ich krieg sogar hier unten Schaden ab! Oh, Digga, ey, das ist doch... Aber die Klaviermusik, schön. Ja, ich weiß, wo das ist. Ich weiß schon. Muss quasi... dahin. Tschüss. Geh einmal hier geradeaus durch und am Ende des Ganges links. Bist du bereit für mich? Glaubst du, immer. Du bist mit mir fertig? Ja. Oh. Okay, vielleicht... Ich warte hier drin. Komm zu mir. Ja? Auf geht's. Hey, das war das 100. Riddler-Ding, oder? Die Riddler-Challenge. Ne, mittlerweile 101. Oh, ist das nicht süß? Die Komm her, Ivy. Ich hab keinen Bock mehr auf diese ganzen Sporen. Komm, mach. Ich habe mich rückversichert, Batman. What? Sie werden einfach sterben, wenn mir etwas zustimmt. Schlag ihn, Ivy. Komm her, Ivy. Jetzt aber.